Die Zeit der Schmetterlinge ist ein Projekt des NABU NRW. In den letzten Jahren kann man allerorten einen dramatischen Insektenrückgang feststellen. Und wir haben deshalb die Schmetterlinge als Sympathieträger gewählt, um dieser Problematik näher auf den Grund zu gehen. Das von der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW geförderte Projekt ist modular aufgebaut. Wir haben zwei Hauptmodule. Zum einen die Zählaktionen Mitte Juni bis Mitte Juli. Und zum zweiten die Aktion Schmetterlingsfreundlicher Garten. Hier können sich Schulen, Kitas, aber genauso Privatpersonen bewerben, um eine Auszeichnung für ihren schmetterlingsfreundlichen Garten zu erhalten. Um an der Zählaktion sich zu beteiligen, gibt es drei Möglichkeiten. Zum einen den Zählbogen, der an die Landesgeschäftsstelle zu schicken ist, oder per Online-Formular oder App. Einen Beitrag gegen den Rückgang der Schmetterlingsarten zu leisten, kann jeder etwas tun. Es ist am einfachsten, ein bisschen Natur zuzulassen. Natur im Garten zuzulassen bedeutet, die Vielfalt zu erhöhen. Wer mehr Schmetterlinge in seinem Garten haben will, sollte bei der Gartengestaltung darauf achten, dass er schmetterlingsfreundliche Pflanzen anpflanzt und auch ein Blütenangebot das ganze Jahr über hat, sprich von Frühjahr bis in den Herbst hinein. Die besten Bewerbungen des Moduls Schmetterlingsfreundlicher Garten werden mit einer Plakette ausgezeichnet. Referenzgärten und weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter schmetterlingszeit.de.